so, neuer Tag, es ist ein strahlend blauer Himmel. Jetzt geht das freie Training. Ich hoffe mal, dass wir auch mal schneller fahren können. Aber ich habe wieder Bock nach dem geilen Tag gestern. Weiter geht's. Wie gesagt, heute trocknen, Vollgas geben, schnelle Rundenzeiten, mal gucken, gestern war es die ganze Zeit verregnet, aber ich habe Lust. Ja, wie schon gerade erwähnt, heute mal einen Tag komplett im Trocknen, zumindest was die Wettervorhersage ergibt. Also nachdem der Tag gestern so wechselhaft war, freue ich mich dann heute mal auf trockener Strecke wirklich Gas geben zu können. Das sind ja wirklich andere Geschwindigkeiten. Das heißt, erstmal rausfahren, alle Bremspunkte testen, allgemein schauen, wie verhält sich das Gripniveau und ja, einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, weil gestern war das wirklich unbegrenzt möglich. Ja, da habe ich an dieser Stelle viel zu spät gebremst. Turn 1, da hat man wirklich eine gute Auslaufzone, das heißt einfach geradeaus das Oval weiterfahren, dann hier Slalom durch die Schikane durchfahren und dann kann man sich wieder einfädeln. Ansonsten hat es super viel Spaß gemacht, gerade Turn 1, du kannst viel, viel später bremsen, du kannst so aggressiv einlenken, das war alles unter nassen Bedingungen einfach nicht möglich und ja, man kann sich richtig schön auch hier an den Curbs, gerade in Turn 3 und 4 einhaken, das ist schon wirklich cool. Trainingsergebnisse liegen mir leider nicht vor, aber das war sowieso eigentlich nur eine Session zum Warmwerden, zum Üben. Richtig los geht's jetzt in der Quali. Allzu spektakulär, das gibt's hier auch nicht von zu berichten. Einfach weiter meine Runden abgespult, einfach getan, was zu tun ist. Und gehofft natürlich am Ende die bestmögliche Zeit zu fahren. Ja, Quali vorbei. Bin mit mir selber schon zufrieden. Also ich habe mich verbessert im Vergleich zum freien Training nochmal, aber die Konkurrenz auch. Also ich habe jetzt 0,8 Sekunden Rückstand auf meinen Konkurrenten im gelben BMW. Ja, ist schon ein Stück. Also da hat er nochmal gezaubert im Vergleich zu gestern. Aber ey, ich habe jetzt eine Mission fürs Rennen. Ich fokussiere mich, kann sich gut hinten dranhängen. Guten Start erwischen dieses Mal. Ja, ansonsten gucken wir einfach. Also ja, wird schon. Da ist noch ein Stück Arbeit vor mir. Ja, zunächst erstmal hier die gesamte Liste. Also heute leider nur 4 Fahrzeuge. Ein Auto war sowieso nur samstags am Start. Das andere sich vielleicht über Nacht abgemeldet, weiß ich nicht. Aber ja, leider sehr mager. Aber man sieht, eine Sekunde fehlt mir jetzt auf dem Powersetter. Das ist schon wirklich zermürbend, wenn man überlegt, dass ich gestern eigentlich die Pace sowohl im Trockenen als auch im Nassen im Griff hatte. Ja, gut, da muss über Nacht einfach was am Auto verändert worden sein. Ist natürlich im Rahmen des Reglements möglich. Also mal gucken, inwiefern ich da technisch jetzt noch irgendwie benachteiligt bin oder inwiefern ich einfach noch zulegen muss. Aber ey, 4 Leute, ich brauche nur ein Auto im Prinzip, um ein gutes Battle zu haben und ein tolles Rennen zu haben. Von daher gehen wir einfach mal rein. Ich habe jetzt eine Mission und dann schauen wir mal, wie das Rennen wird. Rennen Nummer 2 des NRTC Youngster Cups steht auf dem Programm. Unser Starting Grid, da brauchen wir auch nicht scrollen, das sind sie. Christopher Gruber und Jan Noller in der zweiten und ersten Position. Den gelben BMW 318 Ti und auch ihn hier dürfen wir mit Sicherheit im Laufe des Rennens in diesen 20 Minuten, die dann auf dem Programm stehen, beobachten dürfen. Christopher Gruber
hat gestern ebenfalls schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu beobachten. Steilkurve, Vorstart und Ziel wird auch nochmal durchfahren. Auch da wird nochmal ein bisschen Temperatur in den Reifen gebracht. Auch nochmal die Bremsen. Ich hätte beinahe gesagt, wir haben bald mehr Lichter an der Ampel als Autos auf der Strecke. Aber es sind deren vier Lichter, die rückseitig jetzt von der Kamera eingefangen gleich nur zu einer roten Lampe aufleuchten. Schnelle Startfreigabe. Was für ein Start von mir, das ist ja quasi Rollenwechsel im Vergleich zum gestrigen Tag. Wieder verhaut der Polesetter den Start und verliert dann Positionen. Sogar der Swift geht an ihm vorbei und das ist meine Gelegenheit, hier ein bisschen ja, Vorsprung zu gewinnen, ein Polster aufzubauen, denn der Suzuki ist im Trockenen auf jeden Fall etwas benachteiligt. Und ja, solange es geht, vorne wegfahren und einfach die Situation ausnutzen. BMW etwas stärker zu sein als der Suzuki Swift. Jetzt hätte ich gerne das aufgezogene Bild. Da ist nämlich genau dieses Duell. Ja, hat leider nicht lange gedauert. Da ist der BMW auch schon am Suzuki vorbei. Der ist wirklich super schnell unterwegs. Also da muss ich mich jetzt wirklich in Acht nehmen. Und so haben wir wenigstens noch die Option eines Zweikampfes, die Piloten dann auch hoffentlich im Laufe des Rennens noch ein wenig weiter ausführen und ausfahren werden. Kommentatoren und Zuschauer kriegen auf jeden Fall ihr Battle, weil ich sehe im Rückspiegel, der BMW marschiert und marschiert, der kommt immer näher voran. Der ist wirklich schnell unterwegs. Noller zieht sich wieder heran, geht jetzt auch den weiteren Bogen in Richtung der letzten Kurvenkombination hinaus auf den Outfield-Bereich und dann auf die Start- und Zielgerade eingebogen. Jetzt ist der Windschatten da, jetzt könnte es funktionieren. Ähnliche Bilder wie am gestrigen Tage auch. Über die Innenbahn hat keiner eine Lücke irgendwo gelassen. Aber das wird erstmal für Gruber ausgehen. Außer Noller hat noch eine Idee. Die könnte jetzt tatsächlich zum Tragen kommen. Mit dem Schwung ins Infield hinein. Auf der Innenseite ganz leichter Kontakt zwischen den beiden, aber Gruber hält dagegen, bleibt zunächst mal Spitzenreiter für die nächsten paar Meter. Hier nochmal aus meiner Onboard, man sieht wirklich ein sauberes Battle. Tür an Tür, lediglich der Außenspiegel wird eingeklappt, aber ansonsten wirklich alles super fair. Hier haben wir es nochmal. Ganz leichte Berührung wird es jetzt gleich geben und zwar just in diesem Moment gab es den Touchdown zwischen den beiden. Aber ganz gemächlich, ganz vorsichtig sind sie da miteinander umgegangen. Ist auch gut so. Wäre noch schöner, wenn wir noch zwei hätten. Es bleibt also die Konstellation Gruber vor Noller. Der weiß allerdings, was die Stunde geschlagen hat. Der Spitzenreiter Christopher Gruber. Da wird er jetzt viel in die Trickkiste greifen müssen, wenn er sich längere Zeit den Angriffen erwehren will. Aber Noller weiß natürlich auch, dass er jetzt eigentlich alle Zeit der Welt hat. Dann ist man gut beraten, ganz nah im Heck zu sein und den Windschatten mitzunehmen. Wir sehen, Gruber bleibt absolut auf der innersten Seite und Bahn dieser ultrabreiten Start- und Zielgeraden. Gleiches Spiel wie vorhin. Das Einstechen, aber diesmal scheint er den Tacken weiter vorne zu sein. Das wird reichen für die Übernahme der Führung. Jo, glaubst du? Gruber macht das geschickt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und Noller zieht nochmal zurück. Ja, nochmal konnte ich meine Position behaupten und die Führung behalten, aber es ist noch nicht mal Rennhälfte. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es wirklich sehr, sehr eng für mich. Nächster Infield-Bereich und es bleibt zunächst mal die Konstellation. Es bleibt beim Schwungholen für den zweitplatzierten Jan Noller. Der wird sich jetzt wieder heranziehen auf der Geraden. Jetzt hängt er mir richtig im Getriebe. Also man sieht, das ist nicht nur Windschatten. Der hat auch wirklich ein gutes Stück mehr Leistung und das muss ich irgendwie kompensieren. Denn jetzt ist er ehrlich gesagt aus meiner Sicht ein bisschen zu weit weg, oder? Ja, ich denke schon. Es wird zum Angriff reichen, aber nicht so extrem wie in den zwei Runden zuvor. Wieder liegt der Vorteil bei Gruber, der das schon kennt. Noller nimmt den Schwung mit in Turn 1 hinein.
Aber wir sehen es, keine Möglichkeit für Noller daneben zu gehen, im Gegensatz zu den zwei Runden davor. Interessant, wie sich diese Bilder dann eben halt gleichen, beziehungsweise durch minimalste Unterschiede eben dann schon nicht mehr gleichen. Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, wie funktioniert eigentlich das Unterdrucksetzen, wie funktioniert das Heranfahren, wie funktioniert das Taktieren. Das praktizieren die beiden jetzt für uns natürlich in idealster Konstellation. Auch hier wieder leichtes Untersteuern. Da war er ein bisschen zu motiviert. Jan Noller hat aber nichts daran geändert, dass er jetzt trotzdem ganz energisch dran ist. Und ich glaube, jetzt wird der Angriff sogar auf dieser langen Geraden erfolgen können. Zunächst mal über die Außenbahn. Dazu muss er jetzt natürlich den gesamten Schwung bis zum Ende mitnehmen, damit er sich dann reinquetschen kann in die Lücke. Aber die Lücke bleibt bei Gruber. Aber jetzt wird es funktionieren. Linksbogen und der gehört dann Jan Noller. Jetzt ist der Wechsel vollzogen. Bis dahin hat sich Gruber wirklich stark verteidigt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, da ist er vorbei. Also gut gemacht, muss man sagen. Aber ich hatte auch keine Chance. Man sieht jetzt hier in der Onboard, der marschiert wirklich an mir vorbei. Und ja, also auf der Geraden null Chance, sich da irgendwie noch breit zu machen oder ja, versuchen, ihn dann davon abzuhalten, vorbeizufahren. Ja. Jetzt muss man natürlich auch abwarten, was passiert jetzt noch. Denn das, was eben der Windschatten für Jan Noller war, ist es jetzt für Christopher Gruber. Aber es scheint auf der Geraden so zu sein, als hätte er da gar keine Möglichkeit, sich wirklich heranzusaugen. Ja, versucht man so ein bisschen auszuscheren, zeigt sich nochmal. Ich habe mich natürlich auch versucht, jetzt hier in den Windschatten zu setzen, aber keine Chance. Das haben die Kommentatoren auch richtig gesehen. Ich fuhr im Windschatten, war eigentlich nicht weit weg, aber er hat den Vorsprung weiter ausgebaut. Da bin ich technisch leider nicht hinterhergekommen. Ja, die erste Rennhälfte wirklich sehr, sehr spannend. Ab dann ging es leider nur noch einseitig voran. Also er konnte seinen Vorsprung ausbauen. Ich habe natürlich versucht, mein Bestes zu geben, aber ja, da konnte ich nur begrenzt was machen. Aber ja. Vor Christopher Gruber in der zweiten Position, hat es am Ende eben nur für Rang 2 gereicht. Hat lange Zeit, zweieinhalb Runden dagegen gehalten, konnte am Ende Jan Noller aber nicht mehr halten. Das war ein Kampf ohne Waffen. Dann war das Rennen auch zu Ende. Zweiten Platz habe ich nach Hause geholt. Ja, ich glaube, mehr war für mich nicht drin. Ich habe das Maximale rausgeholt. War ein super toller Fight, super fairer Fight auch. Einmal erster Platz, einmal zweiter Platz, ist doch eine gute Bilanz. Ja, das Rennwochenende geht zu Ende hier im Lausitzring. Zwei geile Rennen gehabt, zweimal Hammerfights. Wetter von top bis richtig schlecht, wechselhaft, also es war wirklich top. Schauen wir hier ein bisschen Bilder-Action. Dann gibt es noch die Sieger vom Rennen 2. Ein bisschen Musik gibt es auch. Aber ja, abschließend will ich noch sagen, es war einfach der Hammer. Es war ein cooles Wochenende. Einmal Sieg, einmal Platz 2. Besser kann es nicht gehen. Damit kann man mit gutem Gefühl nach Hause fahren. Und jetzt wird noch ein bisschen gefeiert. Das war der Bier. Ja, das war das NRTC-Wochenende am Lausitzring. Es war eine neue Strecke für mich, eine neue Erfahrung. Es hat super viel Spaß gemacht. Trotz des geringen Starterfelds ist die Action auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen. Also ein super intensiver erster Renntag, wirklich mit gemischten Verhältnissen. Das Wetter spielte verrückt. Dann der vermasselte Start, die Recovery, dann wirklich mein Auto, was technisch Probleme gekriegt hat am Ende. Das war übrigens, das hatte ich vergessen im ersten Video zu sagen, das war ein Motorhalter, der kaputt gegangen ist. Und das heißt, immer beim Lenken hat sich der Motor verlagert. Also es hätte wirklich zu jedem Zeitpunkt dann zu Ende sein können. Hat aber zum Glück gehoben, das Auto. Dann das Rennen heute, was wirklich auch super spannend war. Super faire Zweikämpfe gehabt hier mit Jan Noller. Ja, ein weiteres Highlight war hier auch die Livestreaming-Übertragung. Da hat man dann auch als Andenken schönes Videomaterial und man kann natürlich auch aus Zuschauersicht viel, viel besser alles nachverfolgen. Das war schon wirklich sehr cool. Das fehlt ja sonst leider im NRTC. Aber ja, eine tolle Erfahrung rundum. Danke nochmal an Georg Motorsport wirklich für das tolle Wochenende. Es war eine super Erfahrung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es auf die Rennstrecke geht.